Liebe Weimarerinnen und Weimarer, ich möchte Sie kurz auf den aktuellen Stand der Corona-Eindämmung in Weimar bringen. Aber zuvor will ich etwas zu den Vorfällen in unserer Partnerstadt Trier sagen. Dort sind gestern bei einer Amokfahrt eines wahrscheinlich psychisch kranken Mannes 5 Menschen getötet worden. Darunter ein 9 Wochen altes Baby. Solche schrecklichen Ereignisse, die dürfen uns nicht gleichgültig lassen. Ich bin in Gedanken bei unseren Freunden in Trier und wünsche Ihnen alles erdenklich gut und vor allen Dingen Kraft bei der Bewältigung dieser schweren Situation. Den Verletzten wünsche ich von hier aus gute Genesung. Einmal mehr wird uns durch so eine Tat auch der Wert des Lebens bewusst. Niemand sollte und darf mit dem Leben spielen, mit seinem eigenen nicht und schon gar nicht mit dem Leben der anderen. Das gilt auch in der Corona-Pandemie. In einer unvergleichlichen Kraftanstrengung ist es uns auch in Weimar auch bislang gelungen, den beginnenden exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen, also die zweite Infektionswelle in den letzten Wochen, wieder etwas zurückzufahren und abzubiegen. Nach den zweistelligen Infektionszahlen in den noch vor 3 bis 4 Wochen, die wir dort registriert haben, sind wir im Moment glücklicherweise in ein etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen. Im Moment haben wir 53 aktiv Infizierte, etliche davon leider in einem Pflegeheim, aber auf vermehrte Schul- und Kitaschließungen konnten wir bislang verzichten. Ein Glück. Etliche Weimarer Patienten haben in den letzten Wochen auf den Covid-Stationen verschiedener Thüringer Krankenhäuser gelegen. Umso erschreckender finde ich zumindest und auch schwer nachvollziehbar, weshalb andernorts, beispielsweise im ehemaligen Hotspot Hildburghausen, hunderte Zweifler auf die Straße gehen und "Oh, wie ist das schön" singen, während gleichzeitig die lokalen medizinischen Kapazitäten an ihre Grenzen geraten. Allein vom Dienstag auf Mittwoch sind in Hildburghausen 8 Covid-Patienten verstorben. Und das trotz Lockdown. Wie Sie sehen, das Coronavirus ist kein Spaß. Die einschneidenden Einschränkungen in Gesellschaft, Wirtschaft und vor allem auch Kultur sind kein sinnloses Schikanieren von Bürgern, sondern im Wortsinne notwendige Maßnahmen. In diesem Sinne bitte ich Sie auch weiterhin um Geduld, die Sie bereits gezeigt haben, und das Verantwortungsbewusstsein, wie es einer Kulturstadt würdig ist. Ein Lichtblick sind aktuell endlich die möglichen Impfungen gegen das Coronavirus. Damit treten wir in eine neue Phase der Bekämpfung in der Pandemie ein. Auch wir in Weimar werden in Kürze den Impfwilligen eine Impfung ermöglichen. Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung richten wir auch ein Impfzentrum ein. Ein Impfzwang wird es selbstverständlich nicht geben. In diesen Tagen begehen wir den Advent, eigentlich eine besinnliche Zeit. Wir waren es in den vergangenen Jahren gewohnt, mit Freunden oder Kollegen zum Glühwein uns auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen und gemeinsam eigentlich das Jahr in guter Stimmung ausklingen zu lassen. Auch das entfällt leider. Dennoch freue ich mich, dass wir mit dem adventlichen Wochenmarkt oder diesem weihnachtlichen Wochenmarkt mit großer Tanne auf dem Marktplatz und Krippenhütte vielleicht doch ein bisschen für vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt sorgen können. Machen Sie vor allem das Beste aus der Situation. Behalten Sie Ihre Kraft, bleiben Sie gesund. Bis bald, Ihr Peter Kleiner.